Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Shadow of the Tomb Raider. Wir sind wieder da und können uns jetzt hier in dieser neuen Stadt umgucken. Und ich freue mich, diese ganzen Leute hier kennenzulernen und Hallo zu sagen, auch wenn nicht jeder mit mir reden will. Das kann ich durchaus verstehen. Wir sind ja fremd, wir sind ja keine Personen, die hier willkommen sind. Und wir gucken uns jetzt so ein bisschen auf den Markt um. Wir haben ja zwei Dinge herausgefunden, die es gibt. Einmal diese Mission und einmal den Markt an sich. Ein Händler, bei dem wir handeln können. Mal sehen, was auch immer wir dort kaufen können. Ich kann mir gut vorstellen, dass es dort Kräuter gibt, Munition, vielleicht auch Waffen. Mal gucken. Ja, ich weiß, es klingt albern. Oh, hier ist sogar noch was zum Mitnehmen. Ein Dokument, Treibstoff für die Zukunft, eine Theorie über die Ölaufbereitung. 25 Erfahrungspunkte, wie schön. Wir sollten uns mal ein bisschen mit dem Adlerauge umsehen, in der Hoffnung noch das ein oder andere finden zu können, so wie das hier, der Stammbaum, eine Familiengeschichte, ebenfalls mit 25 Erfahrungspunkten. Der Blitzer schlägt einer. Vorne sitzt... Alles voll. Ach verdammt, ich muss irgendwie mal mein ganzes Bergungsgut loswerden, aber dafür müsste ich wahrscheinlich diese Waffenaufstufungsgeschichte irgendwie hinter mich bringen. Vielleicht kann ich bei dir irgendwie die Waffen aufstufen. Bist du die Waffen-Omi? Der Dschungel nimmt sich, was er will. Es ist schwer, ihm Geheimnisse zu entlocken. Aber ich habe eins gefunden, glaube ich. Wirklich? Das Dorf hat viele Schichten. Zieht man eine ab, stößt man auf die nächste. Und noch eine. Es scheint eine lange Geschichte zu haben. Manchmal frage ich mich, ob es in irgendeiner Form schon seit dem Anbeginn der Zeit hier war. Du bist anders als die anderen. Welche anderen? Na, alle. Männer, die nach Öl und Gold suchen. Und alles mitnehmen, was sie tragen können. Ja, das stimmt. So sind wir nicht. Aber da ist die Krypta. Sie hat uns also einen Eingang für die Krypta gezeigt, wo wir dann also wieder mal etwas Besonderes bekommen. Vielleicht eine Fähigkeit, vielleicht aber auch einfach nur ein Waffenteil, das wir benutzen können, um unsere Waffen aufzustufen. Neue Gesichter sehe ich immer gern. Ein schönes Gefühl zu wissen, dass unsere Gegend hier nicht vergessen ist. Auch gut für die Kasse, wenn du dir mal ansehen würdest, was wir im Laden so alles verkaufen. Ich bin gerne bereit zu handeln. Verkauf mir was. Aber der Laden ist noch weiter hinten. Wir gehen jetzt erstmal nach da. Dort soll ein Missionsgeber sein. Bestimmt liegen hier irgendwo noch Teile rum, die ich sammeln kann, ohne dass ich das sehe. Weil die schön versteckt sind. Da hinten sitzt auf jeden Fall jemand. Du hast auch noch eine Geschichte für mich. Und hier kann ich reingehen. Hier liegt bestimmt was. Oder auch nicht. Hallo Opa. Du bist neu hier, hm? Tja, hast einen höllischen Sturm verpasst. Ich hatte durchaus auch damit zu tun. Der Wind hat den Dschungel verwüstet. Hat Bäume umgeknickt und ein paar Häuser einstürzen lassen. Es gab Stromausfälle. Das tut mir leid. Ist ja nicht deine Schuld. Fürs Wetter kann niemand was. Okay, die Synchronstimme gefiel mir nicht. Die hat nicht zu dem alten Mann gepasst. Das war schon mal Punkt 1. Und zum zweiten hatte er auch so einen sehr jugendlichen Slang. Ja. Auch das müssen wir beurteilen. Auch das ist wichtig nachher. Für den weiteren Verlauf unserer Bewertung für Shadow of the Tomb Raider. Hier kommen nur selten Touristen her. Ich bin keine Touristin, meine ich. Ich bin Forscherin. Oh. Oh. Tja. Du hättest diesen Ort mal vor 20 Jahren sehen sollen. Er war so voller Leben und so optimistisch, was die Zukunft betrifft. Pff, optimistisch. Naiv trifft es wohl besser. Was ist passiert? Porvenir ist passiert. Eine große Ölfirma aus Lima. Sie kamen her, kauften die Stadt auf, gaben allen Arbeit. Sie wollten sogar Wohnungen über den Fluss bauen. Dann ging alles den Bach runter. Der Ölcrash. Ja, und sieh uns jetzt an. Schade, dass du keine Touristin bist. Touristen bringen Geld. Archäologen nehmen nur. Ja, wo sie irgendwo recht hat. Aber andererseits, die Archäologen müssen ja auch essen und trinken und eventuell ein paar Luxusmittel benutzen. Insofern ist das gar nicht verkehrt, dass wir da sind. Hier kommen wir wohl nicht rein. Porvenir. Wir versuchen's. Entrée, Madame. Hallo? Hier gibt's Hartholz. Hier gibt es eine Kiste. Ah, 25 Erfahrungspunkte. Wofür genau? Was haben wir bekommen? Bestattungspuppenreplik. Eine Bestattungspuppe der Inka. Ja, stimmt. Wir sind ja jetzt nicht mehr im Maya-Gebiet. Wir sind ja im Inka-Gebiet. Aber offensichtlich haben die Inka und die Maya doch noch gemeinsame Zeichen, die es ab und zu gibt. Denn nicht umsonst haben wir irgendwann das Zeichen jetzt der anderen gezeigt. Und sie war ganz überrascht. Einst wurde die Stadt von dem wachsamen Auge des Kondors beschützt. Doch wir ließen zu, dass der Adler ihn vertrieb. Ich verstehe nicht ganz.
Ja, ich auch nicht. Manchmal gehen Sachen im Laufe der Zeit verloren. Wir dachten, Geld würde uns glücklich machen. Aber der Adler nahm auch das. Das Geld also. Okay. Der Adler. Was ist denn der Adler? Okay, den gucken wir uns auch an. Und wir sind gar nicht so weit weg von dem Missionsgeber. Wo soll denn der sein? Der sitzt bestimmt irgendwo in der Hütte. Jetzt geradeaus. Omar, mhm. Sie haben die ganze Nacht gearbeitet. Und? Dafür werden Sie doch bezahlt, oder? Hau ab! Scheiße, nein. Verpiss dich und lass mich das scheiß Spiel sehen. Was ist das? Ja, was ist das? Was bist du? Du bist etwas Besonderes. Es wäre großartig, diese Diebe loszuwerden. Alles in Ordnung? Nein, alles ist schrecklich, wie immer. Diese Plünderer kommen her, lassen uns unsere eigenen Reliquien ausgraben, zahlen so gut wie nichts. Und hauen mit den Funden und dem Profit ab. Wir alle hier sind verzweifelt. Seit Porvenir weg ist, gibt es keine Arbeit mehr. Wir sind am Ende. Und der Sturm war vermutlich auch nicht hilfreich. Das Wenige, was wir hatten, ist weg oder unter Wasser. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe einige Erfahrungen mit solchen Leuten. Vielleicht kann ich helfen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wie war nochmal dein Name? Lara. Ich bin Victor. Wenn du mit Omar reden willst, dem Anführer der Peiniger, Diebe und Plünderer, er ist da drin. Danke. Sei vorsichtig, er mag's nicht, wenn man aufmuckt. Okay, mit der Synchronisation bin ich auch nicht ganz einverstanden. Das war auch schon mal besser. Egal, wir haben jetzt die Möglichkeit, mit ihm hier zu reden. Du bist Omar. Hallo, Omar. Verpiss dich! Wer bist du? Suchst du Arbeit? Du hast kein Glück. Wir haben genug Leute. Marco ist fürs Personal zuständig. ja, danke. Weißt du, wo er ist? Wo schon? In der Bar. Natürlich, das muss man doch wissen, dass der in der Bar ist. Okay. Also wir haben jetzt diese beiden Missionsgeber. Warum werden die immer noch angezeigt? Die haben wir doch eigentlich schon fertig gemacht. Und hier müsste dann die Mission weitergehen. Dort wird alles grün angezeigt. Das gab es früher auch mit einem grünen leuchtenden Punkt. Laufen wir wenigstens in die Richtung von irgendwas Besonderem? Nö, natürlich nicht. Na, dann laufen wir mal rüber zur Bar und treffen Omar. Nee, Markus oder irgend so was. Du bist das? Nee, du bist das. Finde einen Ersatz für dich. Sonst hier ist das Gefährt. Hallo Marco. Alles kann passieren. Ich suche nach Marco. Warum? Weshalb? Ich will nur mit ihm reden. Er will wirklich keinen Ärger. Ich will keinen Ärger. Ich suche Arbeit. Arbeit? Ja. Ja, klar. Also, bist du Marco? Sag mir, dass Omar dich nicht schickt, um Ärger zu machen. Wenn eins dieser Tiere meinem Sohn was tut, dann... Marco, ich gehöre nicht zu Omar. Glaub mir. Was soll das mit deinem Sohn? Mein Knie ist kaputt, also hat Omar Pablo als Ersatz zur Ausgrabung geschickt. Er sagte, ich sei jetzt Personalchef und müsse Ersatz finden, sonst... Ansonsten müsste dein Sohn weitermachen. Ja, ich befürchte, er behält Pablo da, auch wenn ich ihm jemanden bringe. Nun, zum Glück hast du jemanden angeheuert. Dich? Wirklich, du? Würdest du das tun? Wir wollen doch den Boss nicht enttäuschen, oder? Danke. Wenn du Pablo siehst, sag ihm, ich bin hier. Ich gebe mein Bestes. Banditensorgen zum Stadtrand gehen. Okay. Bevor wir das machen, gucken wir uns aber noch ein bisschen weiter um. Ich wollte jetzt noch einmal zum Markt rüber und gucken, was der Adler ist, bevor wir uns dann hier rüber begeben, da wo das Boot war und dann einfach durch den kleinen Dschungelteil hier. Und natürlich müssen wir auch noch mal gucken, ob wir irgendwo ein paar Dinge, die rumliegen, finden. Bisher haben wir noch kein weiteres Level Up, keinen weiteren Fähigkeitenpunkt. Gucken wir uns mal hier weiter um. Ich möchte jetzt nicht mit dir reden, Omi. Du hast eh nichts zu melden. Und hier liegen auch keine weiteren Sachen rum. Bergungsgüter ohne Ende und ich kann sie nicht einsammeln, weil ich einfach nur vollgepumpt bin mit sämtlichen Mist und sämtlichen Schrott. Es ist doch zum Heulen. Da ist noch was. Ach, eine normale Kiste. Aber hey, auch 15 Erfahrungspunkte und bald haben wir den nächsten Fähigkeitenpunkt. Dann können wir endlich mal wieder was reinsockeln, was auch 2 Fähigkeitenpunkte verbraucht. Na, ist hier noch was? Ja, natürlich. Eine Karte. Sehr nice.
Damit sehen wir noch weitere Dinge, wie zum Beispiel hier ein Wandgemälde. Hier sind auch noch Wandgemälde, insgesamt 4 Stück in der ganzen Stadt. Ein Relikt sehen wir und ein Dokument. Und natürlich den Adler und den Markt, aber den hatten wir schon vorher. Guti, der Fähigkeitenpunkt ist vergeben. Damit haben wir jetzt schon mal 2 Fähigkeitenpunkte, die wir wieder sockeln können. Und ja, ich könnte jetzt zwar zurücklaufen zum Feuer, aber ich glaube, ich will mir erstmal die Wandgemälde angucken. Ich hoffe, die sind erreichbar und dass man die nicht mit irgendwelchen anderen Mitteln noch erreichen muss. Ah, hier kommt man nicht hoch. Aber ich muss da hinten hin. Oder da oben hoch. Es könnte sein, dass es außen rum geht, aber ich schwimme jetzt einfach mal hier lang. Guck mal, da geht eine Treppe hoch. Ist doch gar nicht so verkehrt, da erstmal hinzugehen, oder? Da ist sogar ein Monolith. Das heißt, wir haben jetzt die Karte und den Monolithen von der Stadt gefunden. Wahrscheinlich können wir den Monolithen aber nicht entschlüsseln, deswegen versuche ich es gar nicht erst, obwohl wir können es versuchen. Das beschreibt etwas in der Nähe. Hole tief Luft und finde mich direkt unter der Nase eines anderen. Monolithenhinweis enthüllt. Gucken wir mal auf der Karte. Dort drüben soll irgendwas Besonderes sein, also direkt dort im Wasser. Aber wir haben auch im Wasser noch das andere Teil. Das muss irgendwo da unten sein. Ja, ich sehe schon. Da ist noch so einiges im Wasser. Da muss man ziemlich oft tauchen in diesem Teil. So, erstmal das Ding erkunden. 35 Erfahrungspunkte, immerhin. Damit können wir die Sprache schon wieder besser. Das ist wahrscheinlich, damit man den Monolithen überhaupt entziffern kann. Ah, da. Das habe ich gesucht. Das brauche ich noch. Und dann gehen wir wieder nach oben. Sehr gut. Ja, sehr nice. Mit der Mission hier in der Stadt kommen wir auch gleich zu Rande. Sollen uns also als Arbeitnehmer aufspielen. Kriegen wir hin. Raus hier. Dann laufen wir jetzt einmal rüber, gucken mal, wie wir hier weiterkommen. Und vor allem, wo es hier hingeht. Wir sollen ja hier irgendwo in der Nähe tauchen. Wahrscheinlich noch weiter hinten. Wir können aber schon mal gucken, ob wir hier was finden. Oder ob es hier vielleicht sogar eine Höhle reingeht. Ja, geht es. Ja, sie kriegt jetzt schon wieder keine Luft mehr. Komm, Pippi, beeil dich. Oh, Wasserpflanzen pflücken ist eine Herausforderung. Gut zu wissen. So, der Monolith hat auf dieses Gebiet gezeigt. Hier sollten wir tief tauchen. Bestimmt ist damit dieses Grab gemeint und da komme ich nicht rein. Fehlende Ausrüstung, Schrotflinte erforderlich. Okay, das wäre die Krypta gewesen. Verdammt, da müssen wir später nochmal herkommen. Aber wenigstens wissen wir, dass es das gibt und wir werden uns von hier aus darüber schießen und kommen wieder zurück. Jetzt hätte ich gern meine Kurbel. Vielleicht werde ich sie irgendwann einmal bekommen. Da unten ist auch noch Bergungsgut. Ich kann kein Bergungsgut mitnehmen. Das. Ja, ich möchte gerne Schimpfwörter verwenden, aber das mache ich nicht. Dankeschön. Wieder Golderz bekommen, das wir an Händler verkaufen können. Allerdings habe ich bisher noch keinen Händler gefunden und das ärgert mich total. Guck mal, hier ist auch noch was. Da sind auch noch Teile. Dafür habe ich nicht genug. Ja, und ich glaube, ich kann dann jetzt auch in Ruhe die Wasserpflanzen holen. Das ist ja nicht das Problem. Hier ist noch ein Fass. Was macht denn hier ein Fass? So ein Explosionsfass ist doch normalerweise nur dort, wo auch Feinde sind. Neues Basislager entdeckt. Ach so? Wo? Ach, da unten. Ist ja cool. Dann können wir hier gleich den Fähigkeitenpunkt ausgeben. Sehr nice. Fähigkeiten. Ah, was haben wir denn? Ansturm des Pumas. Sie spannen ihren Bogen schneller und verkürzen die Zeit zwischen aufgeladenen Schüssen. Ich schieße ja gerne mit dem Bogen. Ne? Ich bin ja ein absoluter Bogenfreak. Mit allen Pistolen kann Leuchtmunition verwendet werden. Blenden und betäuben sie ungepanzerte Gegner für einige Sekunden. Ist auch nicht verkehrt. Automatisches Plündern von Feinden. Ja, vielleicht irgendwann mal. Schaltet den Kauf von Munitions- und Ressourcentaschen mit großer Kapazität bei Händlern frei. Das brauche ich auf jeden Fall, aber dafür brauche ich nur einen weiteren Fähigkeitenpunkt. Dann, sie spannen ihren Bogen schneller. Wundheilung im Kampf, widerstehen sie kurzzeitig dem Schaden durch Feinde.
Das wollte ich doch vorhin schon haben, ne? Das konnte ich mir nicht holen, weil ich nie zwei Fähigkeitenpunkte hatte. Dann holen wir das jetzt. So. Dann sind wir kurzzeitig unverwundbar, nachdem wir uns geheilt haben. Das ist immer praktisch. Und ich könnte die Handfeuerwaffe aufstufen, aber das bringt mir nichts. Stufen wir lieber das Gewehr auf. 5 Upgrades sind verfügbar. Einmal Schaden. Herstellen. Das ist Präzision. Noch mehr Präzision. Oh, noch mehr Präzision. Okay, die Präzi ist schon gut. Feuerrate. Feuerrate. Dann haben wir hier Munitionskapazität, dass man noch mehr Munition einpacken kann. Und hier fehlen uns Fälle, um auch noch die Laufverschallung besser zu machen. Eine Metallverschallung schützt den Benutzer vor dem erhitzten Lauf, was ein schnelleres Nachladen ermöglicht. VK Mark II. Die scheint ja doch schon ein bisschen besser zu sein, die Waffe. Okay, nicht schlecht. Dankeschön. Ich könnte jetzt die Schnellreise nutzen, aber das will ich nicht. Ich will mich hier noch weiter umgucken. Wo sind wir denn aktuell? Wir sind hier und dort drüben ist sowieso noch ein Relikt. Und hier soll aber auch noch irgendwas sein, ein Wandgemälde. Ach, da. Haha. Ja, genau. Zack es. Gut, wieder die Sprache gelernt. Jetzt sind wir bei 20%. Okuchilai. Eine Darstellung von Okuchilai. Jetzt können wir uns wenigstens jederzeit hierher porten, müssen nicht befürchten, hier nie wieder herzukommen. Wir könnten einerseits hier zurück. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit hier rüber. Und da hätten wir noch ein Relikt. Das Relikt soll geradeaus sein. Einfach hier rumliegen. Wo? Ich stehe direkt davor, dahinter, da drüber. Bestimmt da drunter. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie einen Eingang gesehen. Aber das könnte auch natürlich der Eingang hier sein von der Krypta. Aber dann würde das ja angezeigt werden mit einem kleinen Pfeil nach unten oder nach oben. Das ist nicht der Fall. Ich denke mal, dass das da oben drauf liegt. Und da müssen wir irgendwie hinkommen. Da gibt es ein Seildings. Und wenn es ein Seildings gibt, dann gibt es auch irgendwas zum Seildings ranschießidingsen. Von da aus. Okay, das heißt, ich muss hier irgendwie oben rauf. Das Teil sieht auch komisch aus. Was ist das? Namdeus. Dschungeltotems zerstören. Okay, wieder eine neue Aufgabe entdeckt. Gott, sind wir gut. Ein leises kommt von hinten. Da ist noch ein Totem. Mein Gott, geht hier viel ab. Was ist denn hier los? Cool. Karte aktualisiert, Monolith entdeckt. Ich bin nicht sicher. Der Dialekt ist mir vertraut, aber etwas stimmt nicht. Okay, ich kann ihn noch nicht entziffern, aber schön, dass wir ihn wenigstens schon mal auf der Karte haben und wissen, dass wir hier nochmal her müssen. Da ist noch ein Totem. Gut gemacht. Da haben wir auch wieder was. Aber das muss mit der Schrotflinte aufgemacht werden. Die haben wir noch nicht. Theoretisch bräuchte ich hier noch gar nicht weitermachen. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ja, du bist schon echt eine platzlose Püppi. So, jetzt sind wir hier an einem Teil, von wo aus wir uns rüberschießen können. Muss ich bloß einmal gucken. Geradeaus, genau. Da oben muss ich hoch. Am besten mit dem Bogen.